Geschäftsführung des Digitalen Deutschen Frauenarchivs. Aufgabe und Ziel des Digitalen Deutschen Frauenarchivs ist es, Informationen zur Frauen- und Lesbenbewegungsgeschichte im Internet öffentlich verfügbar zu machen, und zwar dauerhaft. Denn die Geschichte der Frauenbewegungen mit all ihren Kämpfen um Gleichberechtigung ist ein wichtiger Teil des kulturellen Gedächtnisses unserer Gesellschaft und muss daher sichtbar und zugänglich sein. Digitaler Wandel, Videokonferenzen und Arbeitsverdichtung. Das Digitale Deutsche Frauenarchiv bietet einer interessierten Öffentlichkeit Einblicke in die Geschichte der Frauenbewegung. Für politische Öffentlichkeit, das heißt für Presse, Politik oder Entscheidungsgremien, liefert das DDF Fachportal Möglichkeiten für zielgerichtete und verlässliche Recherchen zu unterschiedlichen Themen. So können zum Beispiel historische Quellen für Diskussion aktueller Fragen genutzt werden. Da habe ich drei Punkte. Erster Punkt: Digitalisierung schafft mehr Sichtbarkeit für feministische Geschichte. Analog vorhandene Materialien und Dokumente zur Geschichte der Frauenbewegungen werden für das DDF digitalisiert. Das heißt, es kann weltweit online auf diese Quellen zugegriffen werden. Damit werden Frauenbewegungen als Teil der Demokratiebewegung sichtbar. Dies ist ein wichtiger Beitrag für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Zweitens, Digitalisierung unterstützt den Schutz feministischer Bestände. Auch für nachfolgende Generationen werden Quellen digital erhalten. Und drittens, Digitalisierung erleichtert die Bündelung feministischen Wissens. Einzelne Bestände und Digitalisate werden im DDF-Fachportal miteinander verknüpft und mit zusätzlichen Materialien wie Dossiers, Tondokumenten, Fotos oder Plakate angereichert. Gute Digitalisierung ist, in der Geschichte der Frauenbewegung geht es immer darum, dass wir Frauen uns selbst und unsere Geschichte kümmern müssen. Sonst werden diese Kämpfe für Gleichberechtigung und Demokratie vergessen. Warum ist es für uns Frauen wichtig, dass wir unsere Geschichte digitalisieren und dadurch sichtbar machen? Weil unsere Geschichte zu kennen uns Stärke gibt. Ein Baum mit zu kurzen Wurzeln wird schneller umgeworfen. Wenn wir uns unsere Wurzeln aneignen und sichtbar machen, gibt es uns Stärke und besseren Halt auch für die Zukunft.